Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Premium. Ja, mal wieder. Wargaming haut natürlich Premiums raus, aber diesmal ist es etwas für mich tatsächlich, denn es ist ein Firefly VC. Was ist ein Firefly VC? Ein Firefly VC ist nichts anderes als ein britischer Sherman mit einer 17-Pfünder Kanone drin. Ne, die Amerikaner haben ja eigentlich nur 75mm Kanonen oder die Howitzer eingebaut. Die 76mm Kanonen kamen später, sehr viel später, weil sie einfach der Meinung waren, sie brauchten es nicht. Und die Briten dachten sich, ja, nee, wir haben nicht so viele Leute. Wir brauchen tatsächlich etwas, um Panzer zu knacken, die etwas größer sind als wir. Und deshalb bauen wir einfach mal eine verdammte Riesenkanone in diesen kleinen Sherman-Turm. Und das ist tatsächlich so, dieser Sherman-Turm ist verdammt klein. Den mussten sie hier hinten erweitern, um diese Kanone da reinzukriegen. Und ich kann euch sagen, ich will nicht zwischen Außenwand des Turms und Kanone sitzen, wenn sie schießt. Ne, da bleibt nichts mehr übrig. Das sind Millimeter. Und ja, das Ding war ziemlich erfolgreich mit eben einer der besten Kanonen der Briten im Zweiten Weltkrieg. Und das hier ist tatsächlich auch ein Modell fürs Tankfest extra rausgeholt, welches es tatsächlich gab. Das ist tatsächlich auch der einzige M4A4 Sherman, den es hier im Spiel gibt. Ja, der Firefly VC ist ein M4A4. Man sieht es auch hier an den Small Hatches, wie es genannt wird. Ne, diese mit diesen Bulks hier. Ne? Also hier haben wir so Ausbuchtungen. Diese sind natürlich nicht sonderlich gut für die Panzerung. Die haben sie auch später weggenommen und gegen normale Sherman-Sachen eingetauscht, wie hier. Ne, da ist es alles ein bisschen angenehmer. Und das hier sind halt auch die großen Hatches. Ja, hier sind es noch die kleinen. Und das ist etwas, was sie sehr, sehr schnell losgeworden sind. Ansonsten ist es ein richtig schöner M4A4 und das Ganze in britischer Ausführung mit Gesox hier oben dran. Das gefällt mir ganz gut. Hier hinten auch der Stern für die Flieger. Also ein sehr hübsches Ding. Ja, der sieht echt gut aus. Aber vergleichen wir den einfach mal und gucken uns an, was der kann. Also zuallererst, wir haben hier auch Platz für 4 Leute. Ne? Da passt eine ganze Cromwell B-Crew rein oder halt dementsprechend auch moderneres Zeug. Wir haben keinen Funker. So, wir vergleichen einfach mal mit anderen Premiums. Ich habe jetzt hier den Firefly noch mit reingenommen, damit man mal sieht, was hier so der Unterschied ist. Den Fury, einfach nur um den Sherman-Aspekt zu haben. Den Skoda T40, den ich ja immer wieder empfehle, weil das ein schönes Ding ist. Den Pudel und den T3485 als Äquivalent für alle russischen Premiums, die ja wirklich relativ stark sind. Und hier sehen wir schon, mittlerer Schaden je Schuss, 150 bei unserem Firefly. Das ist halt die 17-Pfünder, die haben wir auf dem normalen Firefly auch schon. Wir haben 171 Durchschlag, das ist ziemlich viel. Ihr seht's, ne? 150 beim Pudel waren schon viel. 145 hier mit der 8.8 beim Skoda waren schon viel. Und 171 sind Mörder. Ja, die sind richtig, richtig viel. Mit Premium haben wir 239 Durchschlag, also die Kanone ist richtig gut. Feuergeschwindigkeit liegt ziemlich weit hinten, nur der T34 ist ein Tick schlechter, hat aber auch dafür ein größeres Kaliber. So, Nachladezeit liegt bei 3,88 Sekunden und ihr seht es, ne, ein Fury ist sehr viel schneller, hat aber die kleinere Kanone. Und auch der Pudel ist schneller mit seiner 75mm. Also auch hier alles noch im Rahmen. Turmdrehgeschwindigkeit ist hervorragend, kann man nicht anders sagen. Höhenrichtwinkel, ja, wir kriegen die Kanone 6 Grad nach unten, das ist jetzt nicht viel. Wer den Firefly kennt, ja, ne, der ist es gewohnt. Und ich mag den Firefly, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fahre den echt gerne. Ja, andere haben minus 7, minus 8 oder minus 10, nur das Skoda T40 ist ähnlich. Ja, ansonsten Zielerfassung mit 2,01, da sind wir ziemlich, ziemlich gut, aber das ist ein sehr guter Wert hier, den hat auch der Pudel, den hat auch der Skoda, nur der T3485 als, ich sag's mal, OP-Russe, weil er halt einfach stärker ist als alle T3485 da draußen, ist ein Tick besser. So, dafür haben wir aber eine sehr gute Streuung mit 0,35, die unterbietet nur der Pudel. Und auch der T3485 kommt dort ran, genau wie das Skoda T40. Ist also eine relativ präzise Kanone auf Stufe 6, kann man nicht meckern. Aber die haben sie irgendwie alle. Ja, mittlerer Schaden liegt bei 2318, damit sind wir mittendrin. Ja, wir sind ein Tick besser als das Skoda T40, also um einen. Und halt einfach ein bisschen schlechter als der Fury oder der T3485M. Ja, also vom Bereich Kanone kann man nicht meckern. Hervorragende Kanone. Struktur sind wir bei 750. Auch das ist guter Standard. Nur der Pudel fällt da raus. Ist halt Deutscher und hat weit mehr. Panzerung brauchen wir uns gar nicht angucken. 50mm. Ne, ist zwar Slope. Wir kommen auf 80mm, 83mm. Effektive Panzerung frontal. Aber das ist halt nichts. Da kommt jeder durch. Es kann mal was bouncen. Aber das ist extrem selten. So. Dann haben wir hier Beweglichkeit und das ist seine Achillesferse im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nur 425 PS. Das ist echt wenig.
Damit kommen wir auf ein Leistungsgewicht von 12,69 Tonnen pro PS. 12,69 PS pro Tonne. So rum. Ne? Das andere wäre ein bisschen schlimm. Und das ist echt wenig. Ihr seht, alle anderen sind besser. Also wirklich jeder ist besser. Ja, Höchstgeschwindigkeit kommen wir auch nur auf 40 km/h. Auch da sind wir ziemlich weit hinten. Nur der Firefly von den Briten hier im normalen Baum ist ein Tick langsamer. Aber dafür ist er halt schneller da. Und das ist, das merkt man. Auch die Softstats sind dementsprechend schlechter als beim Firefly. Und das Ding ist wirklich langsam. Der ist richtig langsam. Ja, wenn die Geschwindigkeit ist okay, mehr auch nicht. Tarnung ist okay. Ja, kann man jetzt nicht meckern. Es gibt bessere Tarnung, wie beim T-3485, aber es gibt halt auch schlechtere, wie beim Pudel. Und Sichtweite mit 407 Meter ist ganz gut dabei. Ja, haben alle. Ja, also insgesamt kriegen wir einen moderaten Premium auf Stufe 6 für diejenigen, die gerne Shermans fahren. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich im Gefecht führt. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem Firefly VC. Und bewaffnet sind wir natürlich mit der 17-Pfünder, die kennen wir ja vom Black Prince oder vom Firefly. Ja, ist nichts anderes als ein dicker, fetter Firefly. Der ist hier insgesamt ein bisschen langsamer, auch die Softstats sind nicht sonderlich gut. Und ist halt ein dicker, fetter Brocken. Dafür ist die Kanone etwas besser, also das Gunhandling ist ein Tick besser als beim normalen Firefly. Wer also mit dem Firefly zurechtkommt, kommt auch mit dem hier zurecht. Allerdings muss ich gleich sagen, die mangelnde Beweglichkeit macht sich doch arg bemerkbar. Also im Gegensatz zum normalen Firefly oder den normalen Shermans. Da sowieso. Die Shermans sind halt extrem schnell, aber der hier ist es nicht. Dafür haben wir aber halt, wie gesagt, eine sehr gute Kanone. Ich habe schon wieder getan. Ich habe die Kanone gelobt. Oh nein. Ah, wir haben getroffen. Und das ist wichtig, denn es ist tatsächlich einer der 6er Premiums mit dem... mit der besten Kanone überhaupt. Man kann hier also hervorragend snipern. Man kann hier hervorragend supporten. Aber wer? Es steht einer gegenüber und schießt zurück. Ne? So wie jetzt. Oh. Dann haben wir ein kleines Problem. Ein klitzekleines. Wir haben nämlich keinerlei Panzerung, sind ein dickes, fettes Ziel und können uns kaum bewegen. Unschön. Das kann schief gehen. So, ich würde ja gerne den da supporten, aber der hat gerade eben ordentlich eine kassiert vom GWT-GP. Ärgerlich. Und da er hier anscheinend überhaupt nicht gewillt ist, hier ein bisschen vorzufahren, fahre ich ja auch weg. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, alleine irgendwo hinzufahren. Ich richte mich dort nach meinem Team. Das ist ja kein Problem. Dann gucken wir mal, ob wir hier drüben irgendwo was machen könnten. Da haben wir einen IS-2. Den können wir natürlich beschießen. Wenn wir eingezielt sind. Ohne einzielen, kein Treffer. So, natürlich für einen 7er oder einen 8er ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn wir schießen. Das ist, als wenn wir mit Schneebällen schießen würden. Die merken es kaum. Aber die Masse macht's. Und alle 3,8 Sekunden, man kann es drücken. Ich habe hier jetzt Sichtweite drin. Wenn wir noch eine Lüftung drin haben, kann man da durchaus noch 3,6 rausholen. Aber da war mir die Sichtweite ein bisschen wichtiger. Und gleich gehen wir auf. Ich wollte tracken. Hat nicht ganz geklappt. Wir haben ein bisschen bessere Tarnwerte als beim normalen Firefly. Und oh, der Killshot, ne? Hätte ruhig treffen können. Verfluchte Artillerie. Artillerie nervt. Wir sind halt, wie gesagt, ein gutes Ziel. Ich hätte nicht erwartet, dass sie hier reinhalten. Okay. Weil sie hat ja eigentlich überall anders noch Ziele, ne? Aber, naja. Gut. Fahren wir hier halt weg. Wenn sie das so wollen. Gucken wir mal, ob wir was gegen den guten IS-2 machen können. Falls es wagt, hier rumzufahren. Wie gesagt, wir spielen Support, das heißt, wir bleiben auch hinten und supporten, wo es nur geht. Ich bin jetzt überlegen, der IS-2 kommt nämlich gar nicht. Wir supporten oben. Dann sind wir wenigstens artig safe. So. Blöd, dass unser Turm jetzt kaputt ist, weil der Turm dreht sich eigentlich relativ schnell. Aber naja. So, gegen den IS werden wir keine Premium-Munition brauchen, gegen den VK sowieso nicht. Also... Premium-Munition tatsächlich
nutze ich selten, ne? Gegen so Mumpets wie T54 Mod 1 oder IS 3, ne? Sowas. Da kann man Premium-Munition hervorragend benutzen, aber gegen das meiste Zeug braucht man es einfach schlichtweg nicht. Braucht man nicht. Guck, guck. Soviel zu unserer präzisen Kanone. Wenn die Sue jetzt einen Tick vorfahren würde, würde sie den IS wenigstens kriegen, ohne dass wir jetzt noch einen auf den Deckel kriegen. Aber wir sind Supporter, ne? Wir fahren jetzt nicht vor und holen uns jetzt den IS, sondern... Oh, was macht er denn da? Anscheinend doch, weil unsere Sue ein bisschen derpy ist. Was macht die Sue da? Was zum Geier macht die Sue da? Wieso zeigt die den mir den Hintern, anstatt den wegzuräumen? Gottes Willen. Einmal mit Profis, bitte. Einmal mit Profis. So, so. Viel Spaß hier. Das ist mir jetzt echt zu doof hier. Wir gucken mal hier oben. Weil hier ist ein Tiger 131. Es sieht nicht gut aus für unser Team. Es sieht tatsächlich nicht gut aus. So. Kriegen wir den IKV? Ja. Werden wir dann von der Arte zerlegt? Ja. Weil, oh Gottes Willen, ein Type 62. Den ignoriere ich jetzt erstmal. Den ignoriere ich auch, ich will den IKV. Ach du Scheiße, wir werden jetzt echt von allen Seiten hier zerlegt. Und wir können gar nicht so oft schießen, wie wir es gerne wollen. 6 Grad Gun Depression, unschön. Der sieht uns nicht. Noch nicht, bis der Tiger hinter mir da ist. Der Tiger ist jetzt da. Den können wir aber rausnehmen. Oh, hab mich fürs falsche Ziel entschieden. Ungünstig. 20 Hitpoints noch. Ja. Gut, 2000 Schaden, unverloren, 3 Kills. Also, ich sag mal so, an uns lag es jetzt nicht unbedingt. Aber mal gucken, was wir so an Credits machen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Tapfere Gegenwehr. Wir müssten eigentlich 100% Credits kriegen. Und da bin ich jetzt gespannt. So, es war Third Class wegen der Niederlage. 51.000 Credits, 2.227 Schaden und das in einem 8er Gefecht. Ja, an uns lag es jetzt nicht unbedingt. Also, ne, der Type 62 hatte seinen Spaß als 6er, hervorragend. Der Progetto hatte seinen Spaß und dann hört es auch schon auf. Und wir haben 40.000 mit nach Hause nehmen können. Also, ist jetzt nicht das Beste. Ne, 51.000 ist jetzt nicht viel für 2.200 Schaden mit dieser Mumpelkanone. Wir haben 16 Schüsse untergebracht. Ja, also wirklich guter Premium ist er nicht. Der ist okay, aber auch nicht mehr. Also ein T-34-85 oder so ist da bei weitem dem hier überlegen. Aber gut, springen wir mal in die nächste Runde. Vielleicht gewinnen wir ja mal. Weiter geht es mit unserem Firefly VC auf Ruinberg. Diese Karte... Ja, sollte ja demnächst geändert werden. Ich bin ja mal gespannt, wann. Denn sie ist ein bisschen seltsam gebaut von Wargaming. Aber gut. Erstmal hier nach links, dann gucken wir mal, was wir hier überhaupt machen können. Wir sind mal wieder in einem Achtergefecht. Diese Gefechte kriege ich heute andauernd. Und mal sehen, ob wir hier irgendwen supporten können. Oder auch einfach nur jemanden nerven können mit unseren kleinen 150er Shells. Ja. Schön wäre es ja. Hier zum Beispiel noch ein bisschen da. Den ersten haben wir. Den zweiten auch. Sehr gut. Noch ein bisschen Schaden. Ja, Schaden ist gut. Bleib stehen. Oh. Also egal, wer den aufgemacht hat, ich glaube, der AMX 1375 war's. War nice. So, ich würde mich jetzt aber trotzdem erstmal gerne in Sicherheit bringen. So, weil, genau, man geht halt einfach random auf hier. Das passiert des Öfteren. Und mal gucken, ob wir dem Kleinen hier eine mitgeben könnten. Nein. Und weiter vorne will ich auch nicht stehen. Weil der wahrscheinlich Support hat. Aber die Lorraine, ne, räumt den einfach weg. Okay. Oh, Progetto. Nicht gut. Progetto ist arschgefährlich für uns. Steht auch hinterm Haus. Okay.
Aber der hier nicht. Ah, nicht getrackt, schade. Ja, diese kleinen 150 mm, diese kleinen 60 mm Kanonen, die tracken des Öfteren mal nicht, wenn es sinnvoll gewesen wäre. Was ich sehr schade finde. Muss man halt exakt das richtige Rad treffen. Aber wir sind schon bei 700 Schaden, das ist okay. Den WZ da rausnehmen. Aber müsste ich hier rausfahren, das gefällt mir nicht. So, wir hier, Rain, Tiefe 30. Oh, 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 da zieht er am nächsten durch. Das können wir natürlich nicht zulassen. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich da getroffen habe. Aber zwei Schüsse mitgegeben, sehr gut. Wow, was war das? Irgendwas ist hier explodiert und es klang nicht sonderlich gut. Und hier werden wir wahrscheinlich keinen Schaden machen, außer wir wechseln auf APCA. Deswegen wechseln wir auf APCA und machen Schaden. Yay, dann so ein UI, ne? Der bietet sich doch quasi an, um den zu farmen. Sehr gut. So, oben der 5916 ist auch weg. Sehr gut, dann machen wir hier mal weiter. Gucken, ob wir hier was machen können. Ja, hier. Oh, nice, 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 nice. Das ist ein schöner Support dran hier. Wir können in alle Richtungen schießen. Das ist echt großartig. Das macht Spaß. Das ist so ziemlich genau das, was dieser Panzer braucht. Ein Team, was wirklich standhält und auch mal die Nase rausstreckt. Sichtlinien und kein Feuer, welches zurückkommt. Sehr angenehm. So, jetzt machen wir mal was fürs Team. Ja. Und gucken wir uns ein bisschen auf. So, kriegen wir den Centurion? Ja, nein? Ja. Das ist mir aber ein bisschen zu viel Centurion. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut, dass der keinen Support hat da hinten. Das ist sehr, sehr gut. Okay, die KV steht da. Das hätte auch schief gehen können. So. Ja, und ein T-34. Aber das ist mir egal, ne? Noch einmal Hitpoints. So, 4 ist nicht mehr übrig. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den IKV und da haben wir den T-34-85, den wir hier mitnehmen können. Und ich sagte ja, Sima-Gefechte sind meine Lieblinge, aber das Gefecht hier war echt spaßig. Das hat echt Spaß gemacht. Egal, wie es jetzt ausgeht hier für uns. Ne? Wir hatten unseren Spaß. Natürlich, Amorek. Und der IKV scheint da hinten irgendwie gerade nicht so wirklich imstande zu sein, auf uns zu schießen. Finde ich gut. Oder hat einfach keinen Bock drauf. Dann machen wir es halt mit ihm. Oh, irgendjemand wird jetzt den Kill mopsen. Ja. Aber naja, wir sind bei fast 3000 Schaden. Ah, das ist okay. 2,7. 2,7 ist super. 3 Kills. Und mal sehen, ob wir jetzt ein paar Credits gemacht haben. Also, dieser Panzer, ne, der stellt mich ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich unbedingt von ihm halten soll. Also ich mag ihn an sich, weil es ein Sherman ist. Ja, ich bin Sammler. Und ich mag die Shermans hier. Das war der S-Tanker. Und... ich bin noch zwiegespalten. Der hat ernsthafte Probleme, dieser Panzer. Großkaliber, 70.000 Credits. Unter anderem, er macht keine Credits. Ja, 2.860, 3 Kills, das ist okay. Und ja, wir können 55.000 mit nach Hause nehmen. Für einen Sechser ist das okay, aber nicht mehr. Wenn wir die gleiche Runde in einem Skoda T40 gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr rausgeholt. Also, der ist okay von den Credits her, aber nicht mehr. Er ist jetzt nicht sonderbar super oder so. Ich persönlich würde, wenn ich jetzt ein Premium suche, nicht unbedingt zum Firefly greifen. Außer ich bin Sherman-Fan oder Sammler. Ich würde eher zu T34, T40 oder sowas in der Richtung greifen, im 6er-Bereich oder zum Cromwell B. Nicht unbedingt zu ihm. Die Kanone ist ultra geil, die macht unheimlich viel Spaß. Aber dieses Fahrzeug ist so dermaßen langsam und so dermaßen groß für ein Medium, dass es echt unschön ist, den teilweise zu spielen. Ich habe den jetzt eine Weile gespielt und muss sagen, Artillerie hasse ich, diesem Fahrzeug. Ich wurde so oft von einer Artillerie oder von irgendeinem Hetzer oder von irgendeinem KV-2 gewone-shottet. Das ist nicht mehr schön, dass du da getwo-shottet, je nachdem. Und das ist nicht schön. Also, ne, die Fury-Spieler da draußen, die wissen, was ich meine.
Der hier ist wirklich ein reiner Supporter, der ist ein reiner Sniper, der kann ab und zu auch mal mitrücken, aber halt wirklich nur als Support. Wir haben einfach nicht den Punch, um schnell Fahrzeuge loszuwerden, die uns auf die Nerven gehen. Wir sind eher derjenige, der hinter zwei Buschreihen sitzt und von hinten drauf hält. Und das kann der richtig gut. Und wenn jemand Shermans mag und diese Spielweise bevorzugt, tja, ne? Aber der wird wahrscheinlich auch den normalen Firefly drin haben. Den guten hier. Und da kann ich nur sagen, ja, es ist so ziemlich das Gleiche, nur langsamer. Und das Gunhandling ist ein Tick besser. Aber gut, das war's dann auch erstmal. Macht's gut. Bis bald, euer Mo. Tschüss. Juni 2018, Hüter der Herde sind Das Eisenschwein 2, Nikihi 87 und The Unforgiven 1977. Betreuer der Herde ist nach wie vor Erl. Vielen, vielen Dank an euch vier und für den ständigen Support. Freue mich da wirklich sehr drüber. Special Thanks gehen nochmal an DarkKnight668 und Pizzi. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für euren Support. Weiß das ehrlich zu schätzen. Und tippi.com/motility, falls ihr auch supporten könnt oder wollt, würde mich freuen. Vergesst nicht, wir haben einen Minecraft-Server nur für die Herde, für Supporter und natürlich auch einen Postscriptum-Server für die Wochenendtests. Freue mich auf euch.